Willkommen zu Dead by Daylight. Oh, Hexe zu Hexe habe ich mich entschieden. Passt perfekt. Ich habe immer gesagt in meinen Let's Plays, ich kann das nicht, aber ich werde es trotzdem einfach mal versuchen. Ich habe heute schon ein bisschen mit der Hexe rumhantiert. Ich versuche das auch immer, dass ich so ein wenig Bescheid dann weiß als Überlebender. Und irgendwie habe ich meinen Spaß daran gefunden. Auch ich spiele wirklich nicht gut. Ich habe keinen Plan. Mein Handy geht auch schon wild. Ich habe da wirklich keinen Plan groß davon, was das Klügste ist, geschweige denn eine Verfolgungsjagd. Ich bin absolut kein Gewinnertyp in der Sache, aber ich denke, Übung macht den Meister. Aber ich finde die sau cool. Und wir haben schon so einen schönen Saboteur hier. Das ist ja ganz böse. Was seid ihr denn? Ich habe jetzt einfach die 10 Fallen, die ich da stellen kann, habe ich jetzt immer so ein bisschen bei den... Hallöchen! Meine ersten Punkte. Na, wait, wo ist es hin? Wo bist du hin, du Schweinchen? Da rennst. Hallöchen, danke schön für die Punkte. Ich mach das. Leicht verdiente Pünktchen. Oh nee, das war zu blöd, ne? Das war blöd. Oh, Dwayne, das war blöd. Und du, Mac, was machst du denn? Wir sollen Dwayne teilen? Oh. Ja. Ich muss immer so viel kaputt machen, ist zum Kotzen. Ich verstehe es einfach nicht. Wo bist du denn hin? Ich will nur mit dir quatschen. Nee. Komm schon. Ich will dir nichts Böses. Wir können über alles sprechen. Vielleicht. So, wir werden mal noch eine Falle hinpacken hier. Ich markiere mein Revier. Wie ein Rüde. Bin ich zwar nicht, ist egal. Oh nee. Denkst du, ich sehe dich nicht da hinten im Bosch? Wie süß. Und es weint. Hast du Angst? Das ist ein Pünktchen. Ja. Das ist ja mal nett. Stellen wir wieder die Falle. Ja, ich verfolge den jetzt nicht so. Ich kann das einfach noch nicht so. Ich muss mich erst so ein wenig an diese Hexe gewöhnen. Vielleicht mein zweites Ich in Zukunft. Die wird mir gleich das Brett in die Fresse knallen. Genau. Deswegen, ich mag das nicht so auf voll ernst, ich werde mich sonst nur ärgern. Das habe ich auch schon oft in meinen Let's Plays gesagt, dass ich da wirklich, ich werde übelst sauer, wenn das nicht hinhaut. Deswegen spiele ich ja keinen Killer. Ja, ich muss mich revidieren. Ich finde es scheiße geil. Auch wenn ich das vielleicht nicht so hinbekomme, aber wirklich, ich muss jetzt einfach versuchen, das nicht ganz so ernst zu nehmen und nicht so zu persönlich zu nehmen, wenn die mit mir ihre Spielchen spielen. Denn ich hatte heute nämlich eine Runde. Mann, ich komme gar nicht dazu, meine Fallen zu setzen. Ich hatte heute nämlich eine Runde mit drei, also ich vermute, die waren im TS. Die hatte ich zweimal. Juhe. Es ist schon übelst mühsam. Also wirklich, und ich denke, wir spielen ja eigentlich fast immer so. Es ist schon wieder. Also das ist schon für den Killer eine Herausforderung. Also wenn da einige sich absprechen können, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ich es jetzt von dieser Seite her auch mal anschaue. Oh Mann. Ja, Punkte. Ich finde die cool. Ich finde die wirklich cool. Aber es ist noch nett, ich meine, der wirft mir alle Punkte hin. Auch wenn ich ihn sowieso nicht erwischen werde. Ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, wo ist es hin? Ah, danke schön. Ich habe heute eine Gruppe mit drei Personen, also das, wie gesagt, ich vermute, die waren im TS, hatte die ja zweimal, deswegen ist das ziemlich sicher. Und einer hat mir wirklich sämtliche Haken abmontiert. Es war zum Kotzen. Und ich liebe ja die Sabotage. Aua.
Der hat mir alles wegrasiert. Ich hatte wirklich keine Chance, irgendjemanden irgendwo zu hängen. Ich war dann auch zu weit entfernt vom Keller. So, jetzt Schluss. Scheiß mich an, ey. Ich weiß gar nicht, was soll ich jetzt mit dir machen? Doch, da ist irgendwo, muss doch. Da ist ein Haken. Ich möchte dich aufhören. Wenigstens einer. Wenigstens einer. Lasst mir die Freude. Ein, ja. Einen aufhängen. Wieso schreist du denn so? Nun gut, ich werde dich jetzt markieren. Stirb in Frieden. Gut, weiter geht's. Also, und wir haben mir dann alle Haken abmontiert. Und auf jeden Fall, das war wirklich übel. Also das... Klar, ich habe die dann liegen lassen und ich habe die liegen lassen und hol den doch runter. Ich bin ja nicht da, also nicht so in der Nähe. So, Arsch. Blöde Tusse, ey. Die haben sich natürlich da immer hin und her geheilt. Also die Runde ging ziemlich lange. Was muss ich jetzt? Muss ich da wahrscheinlich zum Tor? Ihr merkt, ich habe wirklich nicht so eine Ahnung. Aber es war wirklich, es war cool, es hat Spaß gemacht und irgendwie noch speziell, weil vor allem ich hatte so ein gewisses Déjà-vu und musste oft denken eigentlich, was wir da oft in den Freundesrunden eigentlich machen im TS, das ist sauübel für den Killer. Hier auch keine. Ich mache das wahrscheinlich alles komplett falsch, aber ist egal. Und eine Runde lief echt gut und man glaubt es kaum. Ich hatte wirklich alle am Haken, auch wenn das jetzt vielleicht niemand glaubt. Und nein, das war nicht nur, also nichts können. Tschüss. Das war wirklich, das lief echt super gut. So geht raus, komm. Ich erkenne meine Niederlage, ist kein Thema. Was stimmt denn nicht mit dir? Geh doch einfach raus. Ich bin Anfänger. Ich kann noch nicht so töten. Oh. Suchst du die Luke? Ich glaube, die sehen wir ja gar nicht, oder? Sehen wir als Killer die Luke? Wahrscheinlich nicht. Ich stelle jetzt einfach noch die drei Frauen auf, die ich habe. So. Wo stellen wir noch eine hin, die nicht verwendet wird? Hier. Solange der noch drin ist, gibt es zwar fast keine Punkte, aber besser als nichts. Jetzt musst du abholen. Geh doch einfach raus. So. Ja, eine schmachvolle Niederlage. Ich stehe dazu. Ich bewerte das Spiel jetzt mit 5 Sternen. Das war, ich habe super gespielt, sehe ich. So. Jetzt, weiter geht's. Ich versuch's natürlich gleich nochmal und mal staunen. Ich bin wirklich Rang 18 mittlerweile. Also ich hatte echt auch schon bessere Runden. Ich muss mich jetzt einfach ein wenig als Killer, Killerin, als Hexe. Als Hexe des Bösen muss ich mich jetzt finden. Ich bin überzeugt, ich werde das. Übung. So. Könntet ihr alle auch bestätigen, so wie ich das hier auch mache. Ich muss noch irgendwie eine gute Strategie jetzt entwickeln. Also jetzt in dieser Runde kam ich jetzt irgendwie gar nicht dazu, alle Fallen zu setzen. In den letzten habe ich das gemacht. Also die ersten 2-3 Runden, wo ich das mit ihr gespielt habe, habe ich wirklich geschaut, dass ich von Generator zu Generator ging, überall so eine Falle hinpappte.
Und immer die, die ausgelöst wurden, habe ich dann ersetzt auf mittig der Map, also so, wo ich laufen würde als Survivor. Und das hat sich ausbezahlt, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht gemacht. Ach, ein paar Pünktchen hat es gegeben. Ich habe jetzt oben auch Bluepunkte 51.000. Ich bin eigentlich am Farmen für die Mac. Ob schon ich langsam ein bisschen hin und her gerissen bin, ob ich die Punkte dann teilen soll, weil ich habe jetzt sie auch 4 gemacht. Mich interessiert schon noch, was da noch auf mich zukommen könnte mit ihr. Irgendwie macht es echt Spaß, auch wenn ich das nicht gut mache. Ich habe wirklich jeden Killer mal gespielt. Also von Hillbilly bis zum Geist und. Habe das versucht. Geist war noch so das, ja, wo ich sagen kann, okay, das hat mir noch so ein wenig gefallen, aber es ging einfach nicht. Also ich habe das auch oft mit meinen Freunden gespielt und habe auch oft mal versucht, die zu töten, und das ist, nee, ich werde stinksauer. Die haben mich da echt an der Nase rumgeführt und da habe ich die Nerven nicht. Deswegen habe ich es auch sein lassen. Und vielleicht ist es jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn ich das jetzt einfach mal teste und für mich alleine jetzt rausfinde, ob es wirklich was ist. Weil man ärgert sich natürlich dann gerne im TS sowieso, in der Freundesrunde umso mehr. Und die haben sich dann Spaß draus gemacht und das ist ja völlig okay. Aber irgendwie, ich habe den Gang, ich weiß gar nicht, was los ist. Würden Sie sich bitte mal bewegen? Was ist denn los heute? Meine Internetleitung oder sonst was? Ich habe eben noch gelesen, dass es seit dem DLC gerade ziemlich laggy sein soll. Ich hatte zwar bis jetzt nichts gemerkt. Wieso die jetzt da stehen bleibt, weiß ich nicht. So, an der Internetverbindung kann es kaum liegen. Trinken wir mal einen Schluck noch. Abwarten und Tee trinken jetzt. Aha, eine ist gelieft. Schnauze voll. Der hatte schon Angst. Natürlich von mir. Vielleicht ist deswegen. So, ich werde es mal versuchen. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, da so die Fallen bei den Generatoren zu setzen. Hoffen, dass mir irgendeiner reinspringt. Es gibt ja wirklich genügend Blutpunkte. Das finde ich noch cool. So. Da. Da, da, da. Ist mir schon einer reingerannt. Ich glaube es nicht. Oh Mann, das ist zu weit weg. Ich mache jetzt erstmal meine Runde. Ich versuche das ganz easy anzugehen. Ne? Da machen wir einmal dran, ey. Okay. Gehen. Also weil die 8 fallen, also das schon, also 10 insgesamt, ich kann noch 8 stellen. Das war nicht mal so schlecht. Schon wieder einer rein. Jetzt mache ich die mal hier hin. Vielleicht muss ich das gar nicht so in, weil da achten sie sich sicher auch mehr. Jetzt gehen wir mal hier hin. Ist das so ein beliebter Ausstieg dann? Wir bereiten uns jetzt auf die Jagd vor. Oh, bist du reingerammt. Ich bin einfach im Moment noch zu weit weg. Hier noch eine. Die Fallen haben ja eine gewisse Range, wo ich dann porten kann. Im Moment sieht es scheiße aus für mich. Vorbereitung ist alles, ob es dann was bringt, das werden wir dann sehen. Wahrscheinlich nicht. Wir werden hier noch eine hinklauen. Mal horchen. Damit ich mich da eigentlich reinporten könnte. Das wäre so der Plan. Hier noch. So, noch 2 Stück. Hier im Haus fast alle verbraucht. Gibt's ja nicht. Ah.
hin? Wieso rennt die denn weg? Raus da draußen, rennt sie rum, das arme Ding. War gar nicht mal so schlecht, ne? Ich habe sie zwar nicht erwischt, also nur halb, aber immerhin waren die Fallen das schon mal. Bin ich zufrieden. Machen wir hier noch eine hin. Vielleicht hören wir sie dann irgendwo weinen. Ist schon geheilt. Da noch so ein Teil. Es gibt ja dann auch die Add-ons dazu, dass die Falle dann einen größeren Radius hat, wo die ausgelöst wird. Finde ich auch genial. Und das wäre sicher mal noch so. Jetzt mache ich hier noch eine. Vorhin hatte ich ein Addon drin, das 2 Sekunden lang noch die Survivor in der Umgebung der Falle angezeigt hat. Obschon ich finde das jetzt nicht so der Hit. Ich weiß gar nicht, wo ich suchen soll. Ich sehe sie eh nicht. Die Hexe ist ja so klein. Ich bin zu weit weg. Scheiße. Oh, da ist eine. Da ist es. Die Claudette. Babette. Das kann ich auch. Lalala. Ein bisschen langsamer als du, aber ich kann's. Na komm, lauf in die Falle. Genau, und nochmal. Das war doch schon mal, ne? Fast ein Tausender. Gibt es gesamthaft dann. Da läuft's. Hey. Oh je, Mimi. Claudette. Claudette Babette. Wo willst du denn hin? Jetzt weiß ich, wie viele Füße. Okay, jetzt hast du mich verarscht. Erwisch. Steig doch rüber, du Blöde. So, da sind wir. Hallöchen. Zum zweiten. Ja, zum dritten. Fettpunkte. Ich weiß gar nicht, wieso, dass ich noch jage. Nein. Nein. Eine sollte schon hängen, also das wäre schon so der Plan. Na komm schon. Müssen wir auch noch nebenbei so ein bisschen Fallen aufstellen. Die hölt bestimmt hier irgendwo noch rum. Das ist das, was ich beim Fallenstell auch immer gesagt habe. Also wenn der eine gut platziert, sich die Zeit nimmt, also das ist übel, übel, übel. Natürlich möchte ich auch so gut werden. So, fast wie beim Kreuzworträtsel. Olle schon wieder reingerannt. Geheilt ist die auch schon nicht. Zweite auch gleich rein. Ihr seid so bescheuert, ey. Oh. Noch mehr, ey.
Aber es gibt so Fettpunkte, man glaubt's nicht. Dankeschön fürs Brett. So, die sind da drauf, jetzt warten. So, wo springt die runter? Das wäre dann hier. So. Wenn ich jetzt nämlich hochgehe und ich hoffe, ich kriege es jetzt gebacken, wird die runterspringen, mir in die Falle. Ah! Oh! Dankeschön, und du bist echt bescheuert, hey. Ja. Kann ich immer gewinnen. Ich kann mit dir da nicht. Doch, kann ich das? Doch, ich kann rausspringen. Wir sind tatsächlich gemeinsam aus dem Fenster gesprungen und du lebst noch. Sei doch einfach froh, dass ich den Sturz für dich abgefangen habe und wahrscheinlich werde ich es jetzt nicht schaffen. Doch, ich schaff's. So. Viel Spaß. Ich muss leider weiter. Gut, ich lasse den hängen, der wird eh gleich auch wieder geholt wahrscheinlich. Werde unterdessen die Vorbereitungen treffen, um sie vielleicht da noch zu erwischen. Und bitte, also ich möchte keine irgendwelchen blöden Kommentare, ich bin gerne bereit. Also Tipps und Tricks natürlich immer. Aber ich spiele das wirklich als Killer. Das die ersten Male jetzt sowieso mit ihr und deswegen kann man sich das gleich sparen irgendwie. Ich muss das jetzt ein bisschen herausfinden, wie das am besten geht und deswegen kann man sich das gleich sparen. Aber wer natürlich hilfreiche Sachen hat, die ich machen kann oder Tipps, gerne unten in die Kommis. Jetzt habe ich es ein bisschen verbummelt, eigentlich hier die Fallen zu stellen. Das letzte Mal, als ich noch gespielt habe, habe ich nämlich beim letzten Generator, also nur noch einmal, habe ich bei beiden Toren ziemlich Fallen gestellt und das hat sich bewährt. Also ich habe dann noch zwei erwischt. Und ich denke, das vielleicht auch... klüger, wenn man dann ja, die mehrmals vielleicht hängen kann und so. Also ich habe jetzt genügend Punkte immer gemacht und wie gesagt, nicht alle gehängt, aber naja. Was macht ihr denn da? So, noch eine raus und dann ist gut. Was war das denn? So. Du elendes Stück Scheiße, ey. Sie konnte wenigstens zum Tor hinausschauen. Ja, ich weiß. Keine Top-Runde, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Vielleicht wollt ihr ja mehr davon sehen. Vielleicht auch, wie ich mich natürlich stetig vielleicht auch verbessere. Ja, aber die Punkte ist gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass ich nicht viel hinbekommen habe. Naja, okay, ich gebe mir Mühe und irgendwie, ich glaube, ich werde so 30.000 Blue-Punkte investieren. Ne? Machen wir. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hinterlasst mir doch einen Daumen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ein Abonnement, wenn ihr keine Folge Dead by Daylight, sei es als Survivor oder als Killer, verpassen wollt. Würde mich freuen. Und gerne Tipps und Tricks unten in die Kommentare. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei Dead by Daylight. Ich hoffe, im Sumpfgebiet.